Scheiße, da hinten sind Leuchten. Oh nein, Polizei, Scheiße. Hello, non parlo italiano. Do you speak English? Come outside. Yeah. Guck mal hier, das ist ein italienischer Krankenhaus. Und ich wollte da nicht reingehen, aber ich war da trotzdem drin gewesen und ich habe da gepennt. Das war voll scheiße gewesen. Ich wollte das nicht, weil guck mal, gestern Abend, wo diese Scheinwerfer waren, das war eine italienische Polizei gewesen. Die sind dann zu uns gegangen und haben kontrolliert und gesagt, dass wir da nicht pennen dürfen. Und wir haben das so erklärt, dass wir dort Notfallbiwak gemacht haben, was auch der Wahrheit entspricht. Und die hatten mal einen verletzten Fuß gesehen und die hatten mich dann direkt über den Fluss getragen, rein ins Krankenwagen und dann her abgelagert. Und guck mal, was die aus meinem Fuß hier gemacht haben. Das ist voll scheiße, ich wollte das nicht. Ich wollte so einen fetten Verband da nicht haben. Das passt noch nicht mal in meinen Schuh rein, das ist voll scheiße. Das gefällt mir nicht. Da sollte eine schwere Zerrung drin sein. Die haben mich sogar mit diesem Röntgengerät da verstrahlt. Das ist voll scheiße. Das gefällt mir nicht. Wir haben da eine Nacht, also beziehungsweise ein paar Stunden dort gepennt. Aber das war voll scheiße, dort zu pennen, weil man hat auf so einer komischen Liege gepennt. Und das war die ganze Zeit total laut gewesen, weil da waren überall verletzte Leute um einen herum. Und das ist voll scheiße. Das war eine richtig negative Energie, dort drin gewesen zu sein. Ich habe mich so richtig unwohl gefühlt. Und wisst ihr, was noch viel beschissener ist? Die Polizei hat uns einfach überhaupt gar keine Zeit gelassen, damit wir wirklich alles einpacken konnten. Das heißt, so ein paar Sachen, wie zum Beispiel mein Tarp, meine Isomatte, Kochset und noch ein paar Sachen, die liegen immer noch im Biwakplatz rum. Und das heißt, mein Bruder, weil ich kann ja gar nicht laufen, Der muss extra wieder zurück zum Biwakplatz hinlaufen, wo wir biwakiert haben, um die restlichen Sachen zu holen, falls die hoffentlich da noch da sind. Weil nicht, dass irgendjemand die mitgenommen hat. Das ist richtig beschissen. Wieso konnten wir nicht wenigstens irgendwie 5 Minuten haben, um wirklich alles einzupacken? Also wenn man uns genau dort die ganze Zeit schön in Ruhe gelassen hätte, sodass ich meinen Fuß schön dort erholen konnte, dann wäre mein Fuß auf jeden Fall erholter als wegen dieser Aktion jetzt. Das ist voll scheiße. Ich bin hier die ganze Zeit am Rumhumpeln. Und das ist viel beschissener, genau so rumzulaufen, als wie gestern, wo ich das selber gemacht hatte mit dem Verband. Und wir haben überhaupt keine Ahnung, wo wir heute pennen. Und wir haben noch 5 Tage vor uns. 5 Tage müssen wir auf jeden Fall hier noch verweilen. Und ich muss laut Krankenhaus, muss ich diesen Scheiß hier 5 Tage hier tragen. Bis ich vielleicht wieder umknicken kann. Guck mal, ich habe meine Socke hier drüber gezogen. Extra, damit dort hier Löcher entstehen. Das wird richtig geil. Das ist lustig. So, mein Bruder ist einmal kurz einkaufen gegangen und währenddessen passe ich hier auf unsere Sachen hier auf und nebenbei recherchiere ich nach Busverbindungen, weil hier in der Nähe ist eine Bushaltestelle und vielleicht fahren wir zu einer anderen Ortschaft hin, um dort nach dem anderen Schlafplatz zu suchen. Nach einem geilen Pennplatz, wo man nicht gefunden wird. Ich bin ganz gespannt drauf, ob ich was Gutes finde. Aber das sieht immer so scheiße aus, weil guck mal, da drüben ist Berglandschaft und das geht nach dieser Richtung lang. Das heißt, man muss mit dem Bus irgendwie über den Berg rüberfahren, damit man die Ortschaften findet, die eine ebene Fläche haben oder so ungefähr. Und ich weiß nicht, ob die dahinter oben ebene Fläche haben. Das ist heute ein richtig komischer Tag. So, mein Bruder ist wieder zurückgekommen. Ich habe teilweise italienisches Bier mitgebracht. Obwohl... Prüfen, wie das schmeckt. Ja, auch bayerisches.
Nee, das nicht. Das hier. Aber kommt aus Holland. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Es gab ganz komische Sorten. Na hier. Gut. Vielen Dank. Ja. Jetzt erstmal ein Bier trinken. Auf diesen Katzenärger und sowas. Geprost. Also der erste Geschmack war wie so ein richtiger Ranzbier. Als ob das so ein richtiger Scheißbier wäre. Aber der zweite Geschmack war irgendwie so ähnlich wie Warsteiner. Also der Nachgeschmack. Interessant, hatte ich auch noch nicht gehabt. Und mein Bruder ist zu unserem Biwak gelaufen, wo wir die restlichen Sachen noch dort haben, weil die Polizei uns einfach nicht gelassen hat, uns in Ruhe einzupacken. Deswegen mussten wir die Sachen, die man am wenigsten braucht, einfach dort lassen. Also man hätte einfach echt nur 5 Minuten gebraucht oder so. Aber nee, wir mussten alles so schnell wie möglich machen. Es war voll scheiße gewesen. Und deswegen läuft jetzt mein Bruder extra zu unserem alten Biwak. Mit der Hoffnung, dass die Sachen noch dort sind. Und packt die dann ein und schleppt die dann hierher. Und dann packen wir die Sachen ein und gehen zum nächsten Bus. Und er muss sich beeilen, weil der letzte Bus, den ich gerade geschaut habe, der kommt relativ bald. Der kommt in 1,5 Stunden. Und hier vorne ist eine Bushaltestelle. Und der führt uns zu irgendeiner anderen Ortschaft, um mit der Hoffnung, dass da irgendwie ein geeigneter Biwakplatz da ist. Ich habe gerade eine Sprachnachricht von meinem Bruder erhalten. Und es gibt eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Oder beziehungsweise 2 schlechte Nachrichten. Oder 3 sogar. Und zwar die gute Nachricht, die ganzen Sachen liegen da noch. Also da hat zum Glück niemand was geklaut. Und mein Bruder hat das eingepackt und ist über den Fluss rübergelaufen. Dann gibt es eine schlechte Nachricht, er wurde von einem Hund behindert, der ihn die ganze Zeit aggressiv angebellt hat. Dass das eine große Zeitverschwendung war. Dann noch eine schlechte Nachricht war, der Fluss ist gestiegen und seine Stiefel sind komplett mit Wasser überfüllt. Er musste erstmal auskippen, das Wasser. Und die letzte schlechte Nachricht, die ist richtig beschissen, weil der so ein Zeitverzug ist und noch ein bisschen Zeit braucht, sieht das sehr, sehr, sehr eng und knapp aus mit dem letzten Busverbindung. Also das sieht so aus, als wenn wir die letzte Busverbindung nicht bekommen würden. Voraussichtlich. Das ist richtig scheiße. Und wir haben keinen Plan B, wo wir hier pennen werden. Dann legen wir uns einfach hier hin. Direkt vor dem Krankenhaus. Man sieht hier auch überhaupt keine Stelle, wo man irgendwie einfach mal in Ruhe pennen kann. Da war diese eine Stelle am Wasser. Eigentlich die beste Stelle, aber es ist scheiße, dass wir irgendwie trotzdem gefunden worden sind. Das ist richtig scheiße. Das ist richtig scheiße. Das ist richtig beschissen. Das ist richtig scheiße. Das ist giftig. Das hier, das sind italienische Sirenen von Krankenwagen. Und wenn ich meinen Kopf nicke, dann bekomme ich eine Gehirnerschütterung, weil mein Gehirn so klein ist. Oder so viel Platz dazwischen ist. Ganz sicher. Und dann bekomme ich auch noch Alzheimer und sowas. Weil das die ganze Zeit gegenklatscht. So eine richtige Gehirnabzesse. Diese Wunden am Gehirn da, wo auch Pilze dran wachsen und so. Oh, da bist du ja. Du bist angekommen. Das sieht richtig belästigend aus. Die ganzen Leute in der Stadt haben gelacht. Voll geil. Das ist geil. Endlich konnte ich für Unterhaltung sorgen. Endlich. Ich hab mich selbst ausgelacht dafür, weil es so scheiße aussieht. Das ist super. Diese Müllsackkacke ist die ganze Zeit gegen mein Bein. Ja. Siehst du hier schon Blut? Ja, das ist geil. Das ist geil. Das hört sich sehr gut an. Das ist Abenteuer. Okay, jetzt müssen wir die Sachen zusammenpacken. Das schaffen wir nicht mehr. Warte. Naja, schon 20 oder so. Ja, 21 haben wir jetzt. Ja, siehst du, 15 Minuten. Du wirst die Sachen auch hinbringen, ne? Ich alleine. Ja. Das schaffen wir nicht mehr. Guck mal, ich habe die Plane in meine Kapuze packen müssen, weil sie nicht mehr reingepasst hat in den Rucksack. Das hört sich sehr gut an. Das war so scheiße. Das ist richtig geil. Das war wie so ein... Genau. Das ist super. Mit dem Kokos, was hier hinten noch im Kopf drin ist. Nee, das verknotet sich die ganze Zeit. Das ist richtig voll widerlich. Cool. Nee, das muss ab. Hier, das erste Teilstück ist ab. Das ist mein Tarp.
Und das hier, das ist das zweite Teilstück. Das ist, das sind meine Steigeisen. Die habe ich selber gekauft. Die wollten wir eigentlich benutzen für die Bergtour, weil da alles Gletscher ist. Aber leider ist diese Scheiße hier passiert. Und deswegen sind die für diese Tour unbenutzbar. Das ist richtig scheiße. Und das ist scheiße. Genau. Das ist richtig scheiße, dass ich die nicht zum ersten Mal heute benutzen konnte. Und da hier drin, da sind noch viel mehr Sachen. Koch und Utensilien und sowas. Und es passt ja doch hier rein. Das ist genau. Verschmandete Box hier. Genau, diese Box, wo diese anderen Sachen. Das ist ganz viel Dreck produziert dadurch. Das ist richtig geil. Das ist dieser Biwak-Dreck von der letzten Biwak-Spot. Da bekommt ganz viel Wasser gleich raus aus den Schuhen. Prüfen, wie die Schuhe aussehen. Weil der Fluss war richtig überschwommen. Das war richtig tiefes Wasser. Ich glaube, so sehen die Schuhe von dem Polizisten, die mich über den Fluss rüber getragen haben, auch aus. Aber ich muss sagen, dass die italienische Polizei sehr kollegial und sehr nett waren. Also das muss ich auf jeden Fall dazu sagen. Aber trotzdem ist das mehr als ärgerlich, dass wir jetzt hier festhängen, weil wir erwischt worden sind und hierher gefahren wurden. Und wir überhaupt nicht wissen, wo wir heute pennen. Das ist voll scheiße. Wir sind genau hier, wo dieser Krankenhaus ist. Guck mal, wie durchnässt seine versüfften Socken hier vorne sind. Deswegen habe ich die Hose auch so richtig schwul nach oben gemacht, damit die nicht nass wird. Das war bestimmt richtig scheiße gewesen, da über den Bach darüber zu laufen. Ja, das war richtig hohes Wasser. Also wirklich, das war krass. Ach so, und da war eine Frau mit einem Hund gewesen und die hat die Polizei wohl gerufen, glaube ich. Weil die ist extra runtergegangen, hat mich angeguckt, hat dann telefoniert und ist dann wieder raufgegangen. Was soll sie da mit dem Telefon sonst gemacht haben? Die ist extra dafür runtergegangen. Vielleicht hat sie es auch falsch verstanden und du wolltest was klauen oder sowas. Ja, das ist, gut. Das ist nicht unser Ding. Kann natürlich sein, ja. Das kann natürlich auch sein. Aber der Hund, der konnte nicht dran vorbei. Er war voll aggressiv. Das ist voll scheiße. Ja, er hat voll rumgewählt und so. Der hat Zeit geklaut. Jetzt haben wir den Bus verpasst. Der hat den Weg blockiert. Und das nur, weil diese italienische Polizei uns nicht irgendwie wenigstens 5 Minuten extra gegeben hat, um wirklich alle Sachen einzupacken. Jetzt ist dieser ganze Stress und so weiter. Ich weiß nicht, wie lange hast du gebraucht? Eine Stunde? Ja, du hast eine Stunde gebraucht, um da hinzulaufen und wieder zurück. Es wäre nur 5 Minuten gewesen und dann hätten wir die Sachen alle beisammen. Ja, ja. Und wir wären da mit dem Bus dann irgendwo anders hingefahren. Ja. Warum hätte man uns nicht einfach an dieser Stelle in Ruhe gelassen? Einfach pennen lassen. Bis Mittwoch durchgängig, dass mein Fuß dann so geheilt ist, dass ich irgendwie selber eine Tasche tragen kann. Oder weiß ich nicht, ob das geht bis dahin, aber... Scheiße. Aber zumindest das wäre das Allerbeste für meinen Fuß. Und für unsere Psyche. Ja. Also für unsere Situation und so weiter. Du warst von der Action schon wieder. Ja. Das wird wieder schon wieder so ein richtiger Verklopptheitsvlog sein. Es muss viele Aufrufe generiert werden. Das ist ganz wichtig. Ich bin immer noch ein Ziegenmilchgesicht mit Schamhaaren, die da am Kinn rumsprießen. Die wachsen da rum und ich kann Ziegenmilch ausscheiden. So, mein Bruder ist gerade losgelaufen nach Richtung da lang. Da hinten, da sollte es einen Burgerladen geben. Der wird mit Burger und sowas daherkommen. Damit wir es fressen können. Zum Burgermenü oder so. Ich bin sehr gespannt drauf, was er mitbringt und wie das schmeckt. Das wird gleich so richtig geil. Ich weiß nicht, ob das geil wird, aber das wird geil. Oder das weiß ich selber noch nicht. Er ist wieder zurückgekehrt und der hat Essen gekauft. Und ich habe Burger und Pommes hoffentlich rot-weiß bekommen. Guck mal, wie wenig rot-weiß da drin ist. Diese Pommes. Da sind ganz wenig Pommes drin. Und die sind auch voll labbrig. Die sind extrem vergleichbar mit McDonald's Pommes.
Also wirklich extrem labbrig und schlaff und das sind richtig verschissene, nachgemachte McDonalds-Pommes. So, jetzt wird italienische Hamburger gegessen. Das sieht so aus, das ist so voll labbrig und so. Das sieht scheiße aus. Bäh, guck mal, wie das hier auseinanderfällt. Das ist voll scheiße. Das ist richtig beschissen. Dieser Hamburger schmeckt scheiße. Der schmeckt richtig beschissen, dieser scheiß Burger. Aber der Burger Patty schmeckt gut. Aber sonst der Rest vom Burger, der schmeckt so richtig beschissen und scheiße. So richtig nach Analabfall. Als ob man mit so einem Finger in Pool noch so reinpiekt und Umdrehung macht. Genau. So ungefähr schmeckt das. Das schmeckt scheiße. So, das hier, das ist dieser italienische Krankenhaus. Und ich schlafe hier auf dieser Bank. Und da drüben, da schläft mein Bruder auf dieser Bank. Und wir hoffen, dass es heute Nacht nicht regnet. Und falls es regnen sollte, jetzt 50 Meter weiter, da gibt es einen Unterstand. Und wir hoffen, dass wir hier nicht gestört werden beim Rumschlafen. Guck mal, wir haben hier auf dieser Bank gepennt. Ich habe hier gepennt und mein Bruder hat da drüben gepennt. Hier bei diesem italienischen Krankenhaus. Und es hat nicht geregnet, das ist voll cool. Das ist richtig geil. Und uns ist etwas aufgefallen. Und zwar, ich hatte gesagt, dass wir in 5 Tagen losfahren. Gestern. Wir haben uns irgendwie verguckt oder irgendwie gedanklich verschätzt. Wir fahren nicht in 5 Tagen, beziehungsweise jetzt in 4 Tagen, sondern in 2 Tagen nach Hause. Der Bus, der kommt übermorgen. Vormittag. Der Flixbus. Und dann fahren wir von dort aus nach Hause. Das ist voll ranzig. Und guck mal, das Wetter ist voll cool. Also es ist noch nicht wolkenfrei, aber das ist angenehm. Wir fahren überall diese Krankenwagen rum. Um das Krankenhaus herum. Guck mal, was ich hier zufällig entdeckt habe. Das hier, die haben mich über den Fluss getragen. Und da bin ich und dahinter ist mein Bruder. Da saß ich im Krankenwagen drin. Ich habe zufällig die Facebook-Seite von der Polizei hier von aus da gesehen. Hier unter dem Bild gibt es noch einen kleinen Polizeibericht, aber der ist auf Italienisch. Aber man kann auf Übersetzungsanzeigen klicken. Das übersetzt zwar nicht so gut, aber ich zeige euch den Text. Da könnt ihr euch das durchlesen. Und wir wollten einfach nur dort in Ruhe bivakieren und auskurieren. Ja, irgendwas muss immer passieren, sonst ist das Leben langweilig. Aber trotzdem war das voll der Stress für meinen Fuß und für den Geist. Achso, und mein Bruder, der hat auch gesehen, dass wir auch in der italienischen Zeitung drin stehen. Die italienische Zeitung wurde erfolgreich uriniert. So richtig natürlich. So, mein Bruder war gerade in diesem Krankenhaus drin gewesen und ich habe da vorhin Scheiße gemacht da drin auch. Also ich war vorhin auch kurz dort gewesen und der hatte Koffein mitgebracht. Americano. Kaffee Americano. Kaffee Americano. Wo ist Milch? Sollte da eigentlich drin sein. Das ist aber extrem wenig. Ja, aber ich habe das so bestellt. Das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Aber doch, sie hat doch extra da noch Milch reingemacht. Warum ist das so klein? Ich verstehe es nicht. Geld sparen, Inflation. Ja, doch nicht bei Kaffee. Das ist doch total idiotisch. Also so langsam mag ich diesen Krankenhaus immer weniger. Der ist richtig scheiße, dieser Krankenhaus. Ich meine sowas, das geht doch überhaupt gar nicht klar. Das hier zu verkaufen. Und das kostet auch noch 2 Euro.
Ja, nee, jetzt kommt's. Es kostet doch nur 1,50 Euro. Ich habe mich gestern verrechnet. Ach so, 1,50 Euro? Ja, das Eis war gestern doch teurer als ja, der Kaffee. Aber trotzdem, 1,50 Euro ist trotzdem viel. Ja. Ja. 1,50 Euro, das geht gar nicht klar. Da muss die Tasse doch voll sein. Wozu überhaupt das einen großen Becher geben? Weißt du, was ich jetzt darauf mache? Ich esse jetzt einen italienischen Ahornblatt. Und das schmeckt nach italienischem Ahornblatt. Nee, das schmeckt eindeutig wie Espresso. Und nicht Kaffee Americano. Ich wollte Kaffee Americano haben und kein Espresso. Hier in Italien, wenn man Coffee sagt, dann bekommt man einen Espresso. So ein kleines Ding hier. Aber wenn man Coffee Americano sagt, dann bekommt man einen normalen Filterkaffee, den man so gewöhnlich ist. Aber ich wollte einfach nur einen Kaffee. Ich wollte einen Coffee Americano haben. Warum bekomme ich schon wieder einen Espresso? Wenn ich so einen richtigen Filterkaffee haben will, dann will ich auch einen Filterkaffee und keinen Espresso haben. Guck mal, es tropft so ein bisschen. Also da kommt Wasser von da oben runter. Hier sieht man so ein paar einzelne Tropfen, die hier runterfallen. Und genau auf meinem Solarpanel sieht man auch ein paar Tropfen, die runterfallen. Und das tropft so ein bisschen auf mein Bein drauf, also auf das da. Ich bin sehr gespannt drauf, wie lange das dauert, bis dieser Verband so richtig aufgeweicht wird, dass ich den endlich losbekomme. Vielleicht schaffen die Tropfen das irgendwie. Ich will meinen Schuh anziehen können. Der ist zu fett. Guck mal, hier laufen schon wieder italienisches Hähnchenfleisch in Farbe Stadt rum. Die belästigen uns. Das geht echt gar nicht klar, dass die irgendwie hier sind und uns belästigen. Das ist voll brutal, was die hier machen. Das ist richtig brutal. Guck mal, wie die hier rumlaufen und so. Und nichts machen. Das ist richtig belästigend. Der Regen ist weg. Und das hat aufgeklärt. Das Wetter ist wieder so richtig geil zu uns. Das gefällt mir. So ein Wetter kann ich nur empfehlen. Ich mag Sonne. Und die Akkus laden wieder auf. Guck mal, da hier war ein Drachen gewesen. Das ist ein italienischer Drachen. Diese Drachen sind voll cool, die sind hier überall. Also irgendwie, ich weiß nicht warum, aber die sind hier alle rausgekommen plötzlich. Nachdem diese paar Tropfen gekommen sind. Aber ich glaube, die sind deswegen rausgekommen, weil wenn ein paar Tropfen kommen, dann kommen vielleicht ganz oft diese, wie heißen die Dinger nochmal, Würmer und sowas raus. Und dass sie deswegen vielleicht rausgekommen sind. Aber ich habe keine Ahnung, was die essen. Aber ich kann mir das vorstellen. Das sind italienische Drachen. Italienische Drachen sind auch voll cool. So, ich denke, ich werde zum nächsten italienischen Supermarkt hinhumpeln. Der ist, weiß nicht, vielleicht 200 Meter in diese Richtung entfernt. Ich werde dort ein paar Bier und einen Nagelknipser kaufen, damit ich endlich meine dreckigen Fingernägel da machen kann. Weil mein Nagelknipser, der ist ja in Turin durch ein Gitter gefallen. Aus Versehen, wo ich Zähne putzen wollte. Und deswegen konnte ich die ganze Zeit diese scheiß Fingernägel nicht schneiden. Die sind voll dreckig und lang und ich mag das so nicht. Ich muss mehr Pflege haben. Aber die Kamera lasse ich hier, weil mein Bruder passt hier auf und das wäre, meine Hände sind ja besetzt wegen den Wanderstöcken, die ich als Krücken benutze. So mache ich das jetzt. Ich lasse die Kamera hier und laufe einmal zum Supermarkt, kaufe das und dann laufe ich wieder zurück. Humpeln meine ich.
So, ich bin schon wieder zurückgekommen vom Einkaufen. Das war irgendwie ein bisschen sehr anstrengend mit diesen beiden gewesen, aber das hat mit denen funktioniert. Und ich habe 5 verschiedene Biere und dieses Wein hier geholt. Und das ist alles italienische Sorten, glaube ich. Und ich wollte die einfach mal probieren. Und Bierjunker sammelt Bierdeckel. Also diese Kronkorken von diesen Bieren. Die bringe ich hier mit. Deswegen habe ich mir verschiedene Sorten gekauft, um die alle zu probieren. Ich probiere erstmal dieses italienische Bier. Prüfen, wie viel Geschmack das hat. Kann man trinken, aber ich finde es ein bisschen lasch. Also nicht kräftig genug für meinen Geschmack. Aber trotzdem kann man trinken. Guck mal hier. Hier vorne sind überall Ameisen. Das sind italienische Ameisen. Die machen sowas hier. Das ist so eine Ameisenstraße. Das ist hier alles voll davon. Das sind richtige italienische Ameisen. Italienische Ameisen sind cool. Guck mal, das hier, das ist italienisches Löwenzahn. Die sind auch richtig geil. Kennt ihr italienische Wurst und italienisches Brot? Die habe ich in den letzten Tagen mehrmals gegessen. Und das ist richtig geil. Die kann ich empfehlen. Aber ich finde, ich mag polnische Wurst lieber. Da ist mehr Geschmack dran. Aber trotzdem ist das auch gut. Das ist auch gute Wurst. Guck mal, ich werde hier schon wieder von diesen italienischen Hähnchenfleisch in Farbe Stadt belästigt. Die laufen hier rum. Guck mal, wie die sich hier fortbewegen. Guckt mal, wie diese Hühnerköpfe in Farbe Stadt mich die ganze Zeit belästigen tun. Die müssten weg, wie die schon aussehen. Bäh. Die sollen hier verschwinden. Ja, ja, haut schon ab hier. Guck mal, diese Hähnchenfleisch in Farbe Stadt hat mir Scheiße hier hingelegt. Seht ihr, die belästigen mich die ganze Zeit. Die haben das direkt neben meinem Platz hier hingelegt. Das ist richtig scheiße. Also, diese Viecher sollen mir nicht zu nahe kommen. Das sind richtige Belästiger. Die müssen weg. Achso, ich war ja vorhin bei diesem italienischen Supermarkt gewesen. Und das war so ein ganz kleiner Minimal-Supermarkt gewesen. Und die hatten natürlich keinen Nagelknipser gehabt. Das heißt, ich kann meine dreckigen Fingernägel immer noch nicht schneiden. Das ist voll idiotisch. Der Laden war zu klein. Der Laden soll größer werden. Ich brauche einen Nagelknipser, damit ich meine Fingernägel wieder frisch machen kann. Damit die nicht mehr so ekelhaft aussehen. Also widerlich, so im Boden vergraben. Die sehen irgendwie so aus, als ob ich meine Fingernägel so richtig tief in die Güllegrube da reingeschmissen habe. In die Jauche eingebadet habe und das rausgeholt habe. Und das dann hier irgendwie so dran klebt. Das ist voll scheiße. Das stört mich. Ich will nicht, dass es so aussieht. Ich werde jetzt dieses Bier hier probieren. Also dieses italienische Bier. Geprost. Also irgendwie spritziger. Aber irgendwie in diese Richtung, die irgendwie nicht so ganz mein Fall ist. Aber trotzdem kann man das ganz gut trinken. Es gibt besseres Bier, aber das ist schon okay. So, ich war eben gerade in diesem Krankenhaus. Schon wieder scheißen gewesen. Und ich muss sagen, anders wie bei uns. Hier gibt es keine Abtrennung zwischen Männer- und Frauenklo. Sondern es gibt... Sondern Männer- und Frauenklo ist ein Klo, eine Toilette. Also wir benutzen das gleichzeitig, sowohl Männer als auch Frauen. Mir ist aufgefallen, dass die letzten 3 Biere, dass die Deckel extrem leicht aufgehen. Zu leicht. Da war keine Schwierigkeit drin. Geprost. Aber es schmeckt mir auch und kann man auf jeden Fall sehr gut trinken. Ich finde, das hat auch irgendwie so eine Ähnlichkeit mit Kölsch, bloß ein bisschen lascher. Also bisher die ganzen Biere, die ich hier, also die ganzen italienischen Biere, die waren mir bisher alle ein bisschen zu lasch. Das kann gerne ein bisschen hopfiger und stärker werden und würziger.
Also für die Leute, die sich fragen, warum ich mit meinem verletzten Fuß nicht im Krankenhaus schlafe, die haben gesagt, dass solange kein Bruch oder sowas vorhanden ist, dass man maximal nur die erste Nacht schlafen kann. Aber nur weil es eine starke Zerrung ist, darf ich da nicht schlafen. Und liege deswegen bewegungslos genau hier, auf der Bank. Das ist doch cool. Naja, gut, aber ich finde draußen schlafen sowieso immer schöner als drin zu schlafen. Und erst recht nicht in so einem Krankenhaus. Da fühle ich irgendwie so eine richtig negative Energie, wenn ich da drin bin. Und ich brauche positive Energie. Die hat man in der Natur. Oder im Bett. So, mein Bruder ist gerade zur nächsten Pizzeria hingelaufen. Zur nächsten italienischen Pizzeria. Und der wird für mich eine Margarita-Pizza mitbringen. Prüfen wir eine original italienische Margarina-Pizza schmeckt. Ne, mein Bruder ist mit italienischer Pizza wieder zurückgekommen. Margarita. Oh, danke schön. Ich bin sehr gespannt drauf, wie das aussieht. Wie italienisch das aussieht. Oh ja, das ist eine italienische Margarita-Pizza. 5 Euro nur. 5 Euro nur? Gebe ich dir gleich. Das ist so scheiße beschnitten. Das kriegt man so scheiße mit den Fingern hier raus. Das soll rausgehen. Ich will nicht probieren. So. Boah, ich muss sagen, also dieses Käse von der Margherita schmeckt wirklich, wirklich extrem gut. Das andere, keine Ahnung. Aber das schmeckt auf jeden Fall richtig gut mit dem Käse und so. Also richtiger Geschmacksgenuss bei Käse. Der Käse, der ist richtig geil. Von diesem Margherita. Und jetzt werde ich die ganzen anderen Stücke essen. So, wir pennen schon wieder hier genau an derselben Stelle, wo wir die letzte Nacht gepennt haben. Direkt vorm Krankenhaus. Bloß mit dem Unterschied, dass ich heute auf dieser Bank liege, wo mein Bruder gestern die Nacht gepennt hat. Und mein Bruder, der legt sich da vorne hin, auf dieser Bank, wo ich gestern gepennt habe. Genau so machen wir das. Und so pennen wir direkt vor dem Krankenhaus mit dem verletzten Fuß. Hier vorne geht's zum 5. Teil des Italien-Trips. Aber falls er noch nicht veröffentlicht sein sollte, kommt ihr stattdessen eine durchnässte Zugbrückenübernachtung mit meinem Bruder. Da waren wir vollkommen nass. Deswegen gebt euch das.